Hallo und willkommen bei Südesmeraldienvereinigung mit eurem Bingon. Ja, wir stehen hier immer noch an der Baustelle, wie ihr seht. Ja, es hat sich noch nicht viel getan. Unser Eisengolem läuft hier rum. Ja, es ist einfach noch nicht viel passiert. Aber naja, das ist ja nicht schlimm. Also. Jetzt habe ich 12 Türen gemacht. Na super. Ich erzähle vom Eisengolem und er macht 12 Türen. Na klasse, ey. 12 waren ein bisschen viel. Na gut, wenn man sich überlegt, das ist der Privateingang. Dann brauche ich ja noch fürs Lager, zum Lager von beiden Seiten. Und hier noch 2 für die Privatgemächer. Vielleicht waren sie doch nicht so viel. Gut so. Gut so. Ich überlege mir, ob ich das in diesem Stil unten weiterbaue. Ich bezweifle es. Nach meinem Bild oder meiner Vorgabe sieht das alles ein bisschen anders aus. So, wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch mal so langsam an den Lagerraum gehen. Der Lagerraum wird... dementsprechend, ich habe schon wieder kein Holz, weil ich so viele Türen gemacht habe. So, jetzt machen wir uns ganz viel Holz. So, werde ich ab. Ja, in dem Moment, in dem Moment muss ich ja, wo schließe ich denn jetzt am besten hier ab? Ich habe Erde, ich habe das, ja, okay, so. Da kann ich aber auch gleich hier mal dann hier den Erdprümpel auch gleich setzen, weil ich dann ja hier schon wieder zack, zack mache. Und dann kommt das zack, zack und zack. Ey, das war aber nicht so geplant. Naja. Ja, aber wenn wir gerade hier so dabei sind, hier kommen auch noch Blumentöpfe hin. Es ist ja ein sehr großer Laden, weil es gibt ja auch einen Haufen Blumen. Ich hatte mir schon überlegt, in die Ecken Kürbisse zu setzen, um das hier so intern zu beleuchten. Das werde ich wahrscheinlich auch eher tun. Kürbisse setzen. Finde ich viel besser. Ja. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich meine Karte verkleinert. Scheiben, 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 habe ich sowas? Habe ich bestimmt. Da sind sie doch. Sag ich doch, sowas habe ich bestimmt. Irgendwo habe ich doch immer Fenster. Wunderschön. Nee, das passt, ich wollte gerade sagen. Ey, habe ich mich hier verbaut? Bitte nicht. Also ich möchte mich hier nicht dauerhaft verbauen. Das sind die Leute ja von mir gewöhnt, aber es muss ja nicht sein. Also. Okay. Sehr schön. So, wir ziehen die Decke fertig jetzt erst einmal hier. So, wunderbar. Wie machen wir das mit den Theken? Ich würde schon gerne eher sowas als Theke nutzen. Ich hätte gerne mal ein Problem. Ja, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, ein Problem zu haben. Und deswegen, also wir machen das jetzt so und gucken. Ja, das finde ich so. Mit denen natürlich am schönsten. Das werden wir auch so machen, genau. Dann kommen hier Kisten hin, natürlich, mit Schildern. Ja, wie wir hier eine Kasse simulieren, bin ich mir natürlich noch sehr unschlüssig. Bin ich mir, wie gesagt, sehr unschlüssig. Bin auch schon überlegen, ob ich hier jetzt zumache. Schauen wir mal. So.
genau. So, das ist so der Verkaufsraum. Ich finde das mit den Tresen so eigentlich ganz angenehm. Kann seine Füße darunter stehen. Ja, das ist super. Passt besser. Genau, und ich werde das hier jetzt wegklopfen, das Nachtmisch. So, wir werden auch nicht alle ausbauen. Wir werden natürlich, sprich, auch hier eine Klappe einbauen. Dass die Verkäuferin auch mit den Kunden rausgehen kann. Genau, so werden wir das machen. Hier werden Kisten hinkommen. Genau, so wird das entstehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, das ist super. Und dann können wir hier eigentlich anfangen abzuschließen und können hier eigentlich die Wand einziehen für den Lagerraum. Der muss jetzt ja nicht riesig sein. Den mache ich zu. Also sprich, ja, das hier mache ich zu. Also sprich, das hier mache ich jetzt zu. Eigentlich müsste ich es jetzt schon zumachen. Weil, ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Weil das sonst dämlich aussieht. Und ich hätte da wahrscheinlich statt einen Half-Step einen ganzen Step nehmen müssen. Das ist auch so eine Sache. So, dann machen wir es halt so. Okay. Das ist ja eigentlich egal. So, das passt ja auch ganz gut. Okay. Hier wollen wir hier, was sollen hier eigentlich rein? Na, über die Tür muss ein Block. Ach, ich habe ja gar keinen. Ha! Ist doch super, oder? Ich brauche keinen Sandstein. Ah, der Boden sieht natürlich dann dementsprechend nicht danach aus, weil er muss raus. Es muss Sandstein rein. Davon werde ich aber nicht genug haben. Ja, mit zwei komme ich jetzt auch nicht wirklich weit. Ist egal. Es ist ein Anfang. So, hier wird dann ein kleiner Lagerraum noch dran kommen. Und dann werden wir oben die Wohnung noch bauen. Ja, das werden wir auch noch machen. Und dann eigentlich den Laden noch dekorieren mit Blumentöpfen. Ach, wir müssen auch. Ich darf ja nicht vergessen. Die gute Dame muss ja auch irgendwo ihre Blumen züchten. Beziehung. Da muss sie ja schon mal auch irgendwo. Entschuldigung. Da wird sie dann auch irgendwo mal. Auch braucht sie auch ein abgesperrtes Gebiet. Ja, das ist natürlich jetzt so Sach hier. Machen wir hier Sandsteinboden rein für den Lagerraum. Ja, der Lagerraum bekommt Sandsteinboden. Es kommt ja sowieso eine Wand hier rein. Ach nee, wartet mal. Moment. Das ist ja blöd. Tja, daran habe ich ja wohl gar nicht mehr gedacht, würde ich behaupten. Hier muss ja. Die gute Dame muss ja aus ihrer Wohnung auch in den Laden gehen können. Wollte ich eigentlich übers Lager machen, aber dann hätte ich den Raum ja vergrößern müssen. Was ich ja dann schon gar nicht mehr wollte. Und hier muss ein Ding rein. Ein Stamm. Ja, hier muss ein Stamm rein. Genau. Ja, sehr schön. Gut. Gut, kriegt halt auch eine Doppeltür ins Lager rein. Das ist mir jetzt. Ja, das ist okay. Damit kann ich eigentlich leben. Der Lagerraum muss nicht so groß werden. Brauche aber eine Tür nach hinten, um natürlich auch die Blumenbeete, um halt Richtung ihres Züchtungsgarten, ja, sowas in der Art zu kommen. Also sie muss die Blumen ja auch, wie gesagt, züchten. Die wachsen ja, muss sich ja darum kümmern, dass sie die Blumen vermehrt, dass sie immer was da hat für die Kunden und so.
Und auch für die Färberei, das ist ja sehr wichtig. Wunderbar, das ist hier der Lagerraum aus Sandstein, das ist sehr schön. Den schließen wir auch komplett so zu. Und jetzt haben wir keinen Sandstein mehr. Ja, der wird komplett geschlossen, das ist dann eigentlich nur noch Lagerraum. Und hier hinten kommt dann in dem Sinne der Garten hin mit Blumen, wo dann die Blumen gezüchtet werden. Dafür brauche ich jetzt, erstmal brauche ich noch Sandstein. Mann ey, wir haben so viel Sand hier in der Wüste und haben nicht genug Sandstein. Ah, das ist natürlich blöd. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das hier ist alles nur Lager. Im Lager brauchen wir eigentlich nur Beleuchtung. Okay, und das war es auch schon. Naja, da müssen dann noch Schilder dran. Und ich brauche Sand. Ganz dringend brauche ich Sand. So seid mir nicht böse, aber ich finde das schon mal gar nicht so hässlich. Also ich finde das ganz schön. Auch mit dem Hausflur, das finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Oben kommt die Wohnung rein. Oh, das Zeug ist gut gewachsen hier. Hammer, ist geil. Ja, und das Feld, dann kommt der Berg daneben weg. Oder soll ich die Färberei daneben bauen? Oh, ihm gefällt, wir haben einen Blumenladen. Wow, cool. Ihm gefällt mein Blumenladen. Hey, dem Intelligenten, unserem Schlaumeier, gefällt der Blumenladen. Ey, das finde ich geil, ey. Das finde ich so geil, ey. Aber den Gemüseladen mögen sie noch nicht, weil einfach dazwischen noch keine Gebäude sind. Wichtige Sachen. Brauche ich gerade wichtige Sachen? Nein, ich brauche gar keine wichtigen Sachen. Warum brauche ich wichtige Sachen? Ich brauche Sandstein, Sandstein, Sand, Sand, Sand. Ich nehme nochmal Sand, Sand. Ne, den brauche ich nicht. Der gehört, kann hier und das kann auch da. Nehme nochmal mehr Sand mit. Was wollen wir? Fenster, Sand, Holz, habe ich gesagt. Und Erde trage ich dann hier ab. Wie ist denn das mit diesen Holzklappen? Würde mich jetzt mal interessieren. Sitze ich sowas wie eine Holzklappe? Das könnte man mitnehmen. So eine Workbank. Eine Workbank habe ich jetzt mitgenommen. Wie werden diese Klappen gemacht? Nee, das ist blöd. Also das bleibt dann eine Holzdruckplatte. Das wird dann das. Nein. Und das. Genau. Sowas suche ich eigentlich. Das könnte... Brauche ich ein bisschen mehr davon. Wir haben ja genug Akazienholz vom letzten Haus. Haben ja genug... oh, ich trinke jetzt meinen letzten Schluck Kaffee. Was, das sind nur 20 Stück? Boah. Das Akazienholz, das verheizt sich jetzt wirklich für alles. Damit verbrenne ich Sachen. Verbrenne ich Sachen oder brenne ich Sachen an und so weiter und so weiter und so weiter. So. Ach, finde ich schön. Ach, super hier. So, jetzt hat er mich hier voll gebaut. Jetzt habe ich den ganzen Blödsinn hier. Ey, was ist das denn? Nee, das sieht blöd aus. Ja, ist okay. Komm mal mit hier. Fackel, du kannst hier weg. So. Hier muss aber mal eine Fackel hin. Und ja, hier muss mal eine Fackel hin. Das sieht besser aus. Gut, jetzt habe ich aber viel Blödsinn einstecken. Jetzt muss ich erst einmal raus. Muss mal ein bisschen Blödsinn ausleeren, den ich jetzt gerade nicht brauche. Tür brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Die Platte brauche ich... Nee, Holz brauche ich ja. Das ist ja unabdinglich. Und Sandstein brauche ich, genau. Wunderbar. So. Das wird dann hier hinkommen. Sehr schön. Das wird jetzt eine ganze... Sandsteinwand, weil was anderes brauchen wir hier nicht. Es ist ein Lagerraum und Lagerräume brauchen jetzt nicht unbedingt alles aus Holz. Ich finde das aus Sandstein schon gut. Man könnte da natürlich im Lager auch Fenster einbauen. Man könnte auch sagen, okay, man macht hier doch noch so ein Holzding hin hier. Das sieht vielleicht ordentlicher aus, wenn man da noch eins hin macht. Auch wenn man da jetzt selber keine...
auch kein kein, was wollte ich erzählen? Kein keine Fenster reinmacht oder keine Blumenbänke hinstellt. Kann man trotzdem hier einen schönen Stamm noch hinsetzen, auch dass das Lager noch trotzdem noch gut aussieht. Haben wir noch Boden? Ja, wir haben noch Boden. Das ist super. So, wunderbar. Die Wohnung wird schön. Die wird super. Nee. Moment, Moment, Moment. Das muss ich mir noch überlegen, was. Runterfallen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, das machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg. Genau. Machen wir trotzdem hier einen Pfeiler hoch. Eigentlich sollte von außen trotzdem hier dieser Holz das entstehen. Doch, 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 das ist besser. So, das ist gut, das werden wir trotzdem machen. Auch wenn es Lagerraum ist. Ja, dann sollte ich das aber auch da machen. Also sollte das auch hier sein, so sein. Das weiß ich bloß nicht, ob das funktioniert, weil hier jetzt Steps sind. Und hier kommt eigentlich die Wand hoch. Da muss es, muss ich gucken. So. Da muss ich mal schauen hier, wie das hier. Nee, eigentlich soll hier oben ja trotzdem schon hier Steinstufen hin. Ja, aber nach meinem Bild soll es anders da diesmal aussehen. Aber wir gehen erstmal hier hoch. Das ist okay, damit kann ich leben. Das ist für mich okay. Hier kommt auch nochmal Licht hin. Gut. Da kommt trotzdem eine Holzdecke rein, weil ich möchte ja konkret hier auch Holzboden für die ganze Wohnung haben. Ja, das kann man auch schön einteilen. So. Nee, also hier denke ich, muss ich drüber nachdenken. Hier muss ein bisschen Holz weg. Weil ich muss ja auch zumachen. So, wunderbar. Brauche ich gerade was zu essen? Nein, ich brauche gerade nichts zu essen. So. Und da ja das trotzdem von außen zu sehen ist, werde ich trotzdem hier auch diese Stufen einbauen. So, und dann. So, werden wir nicht hier hochkommen. Habe ich noch Stufen? Ja, habe ich noch. Nein, das ist nicht. Korrekt. Ich sagte, das ist nicht korrekt. Also, das heißt runterbauen und korrigieren. Genau, korrigieren. Sehr schön. Korrigieren. Hier wird korrigiert. Perfekt. Hier kommt noch ein Stamm hin. Ey. Doch nicht so. Sieht denn das aus? So. Ja, da oben muss ich dann halt gucken. Ja, das ist halt hier. Müsste ich zwei setzen, aber das ist, nee, das ist nicht mein Ding. Oh, super, das ist super zum frühen Morgen. Ist das geil, wenn du dann draußen hörst, dass das Glas geleert wird. Nee, was mache ich denn da? Ist doch ich Idiot. Ja, so fängt's an. Das in der Mitte hätte stehen lassen können, aber gut, ich habe nur 5, ich brauche 6 Stück und das heißt, ich muss mir noch eine bauen. War das richtig? Ja, eine muss ich mir noch bauen. Eine muss ich mir noch bauen, habe ich gesagt. So, so und so. Wunderbar. Die Folge schon wieder bald zu ändern. Ich habe das Gebäude immer noch nicht auf die Reihe gebracht. So, jetzt kommt hier hinten natürlich zu dem netten Dornackers Blumenladen. Blumenladen und Züchterei. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das nennen soll.
ehrlich bin, ich habe da noch überhaupt keinen Plan, was für ein besonderer Name das hier kriegt. Schön, dass hier schon mal Gras wächst, das freut mich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist aber ein großes Gebäude geworden, also eigentlich hätte ich mir das kleiner vorgestellt. Gut, das andere war ja nur ein kleines Wohnhaus, da war kein Geschäft, dann ist es dran, dann ist es klar, dass das jetzt in dem Maß größer ausfällt. Ich auch in dem Sinne eine Hausflur dran habe. Ja, das ist okay. Habe ich noch Stämme? Ja, ich habe auch noch Stämme. Also hier mit diesen Prömpeln müsst ihr mir mal sagen, mit den Prömpeln, ob ihr, was ihr davon haltet, ob ihr die Prömpel hier dran haben wollt oder nicht. Also hässlich sind sie jetzt nicht. Muss ich gleich so sagen. Also hässlich sind sie nicht. Nur halt bin ich echt am überlegen, ob also hier könnt Fenster eigentlich rein, weil ja, hier können eigentlich Fenster rein. Das ist ein Lager. Ich muss rausgucken, ob meine Blumen schon in Ordnung sind. Und da würde ich schon gerne auch hier diese Steps setzen. Also hätte ich mir doch ein paar machen können. So, genau, so und so. Ja, genau, so werden wir das auch noch machen. Das werde ich versuchen, sogar noch in dieser Aufnahme zu schaffen. Ja, das werden wir machen. Achso, Fenster. Habe ich Fenster dabei? Nö, natürlich habe ich keine Fenster dabei. Das macht nichts. Doch, Fenster hatte ich dabei. Was wollte ich denn eigentlich holen? Warum bin ich denn jetzt hier? Steps machen. Steps machen. Genau, Steps machen. Steps mache ich, genau. Okay, super. Also ich finde den ganz hübsch geworden, den Laden. Eine Schaufel hätte ich mal machen können, oder? Mann, ey. Ich hoffe, das sieht gut aus, was ich da gemacht habe. Zack. Super. Die Erde habe ich jetzt natürlich weggeräumt. Die bräuchte ich jetzt aber dringendst hier gerade, um die Steps zu bauen. Da dran zu hauen. So, okay. Das geht gar nicht, solange ich hier keinen Platz habe. Brauche ich hier schon noch Platz? Ja, der Laden ist riesig geworden für nur einen Blumenladen mit Lager. Okay. Es ist. Naja, es ist ja. Wir haben ja den Platz momentan. Und warum sollen wir den Platz nicht ausnutzen, wenn er da ist, richtig? Genau. So, das passt. Nee, das passt nicht. Ich hätte mal mitdenken sollen, dass hier zwei Türen da noch rein müssen. Das heißt, das wird eigentlich nichts, was ich mir da geplant habe. Hier muss nämlich ein Stamm rein. Ja. Hier muss ein Stamm rein, weil anders geht's ja gar nicht. So, genau das muss nämlich passieren. Genau, das muss sein. Genau. So muss es nämlich aussehen. Ja. Und hier müssen die Steps wieder dran. So, und so sieht das nämlich. So muss das nämlich eher sein. So, okay. Ja, ich weiß, das macht man nicht. Das ist mir schon klar. Aber, ja. Wollen wir mal wieder freundlich sein und wollen mal in den Chat schreiben. Hier muss ich aber wahrscheinlich ja doch sowieso eins tiefer. So und so. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Das war jetzt nicht so mein Plan. Aber. Hier müssen zwei Türen rein. Eins, zwei. Und dann muss hier so eine Step rein. Das heißt, ich kann hier schon mal Erde hin tun. Und kann nur mal die zwei Steps schon setzen. Sehr schön. Das sollte ja auch gleichmäßig aussehen. Genau.
die Erde mal weg und dann kommt da oben eigentlich... Nee, warte mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir wollen uns ja mal hier das anschauen. Aha. Es kommt erst Holz und dann kommt die Steps. Super, dass ich sie gesetzt habe schon. Mann, Mann, Mann. Na gut, ist nicht so schlimm. Alles kein Problem. Hier kommen die Steps hin. Jupp. Ja, die kann ich aber so nicht setzen. Das ist natürlich super. Wunderschön. So, schön, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Wir müssten dann außen rumlaufen. Das ist egal. Es ist egal. So, den Lagerraum haben wir auch noch geschafft in der Aufnahme. Das ist doch super. Lagerraum ist fertig. Boden verlegt für die oberste Etage ist fertig. Also, es ist schon nicht schlecht geworden. Jetzt fehlt dann hinten, wie gesagt, nur noch der kleine Garten, wo diese Blumen gezüchtet werden. Der Verkaufsraum ist auch fertig. Hier kommt noch Türen rein, die ich nicht einstecken habe. Upsa, upsa. Hab ich hier irgendwas vergessen? Ja klar, habe ich hier was vergessen, weil ich gerade hier bin. Zack, jetzt ist es zu. Warum ist denn einer runtergefallen? Was macht denn der da? Ey, was machst du denn da? Leute, das ist nichts zum Spielen für euch hier. So, sehr schön. Und die letzten zwei und wir haben es auch schon geschafft. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Jetzt ist die Frage, eigentlich müsste da ja ein Stamm hin. Wollen wir den noch setzen? Hier ist nur kein Stamm drin. Tja, wollen wir den setzen? Und die Frage ist, wie sieht das dann unten aus? Ja, das schauen wir uns dann gleich mal an noch schnell. Und dann beenden wir die Folge hier. Also hier muss dann Holz rein. Das sieht nichts aus. Habe ich noch gerade ein bisschen Holz hier? Habe ich... Ja, die Türen gehen halt kaputt. Das ist jetzt blöd. Aber es sieht sonst wirklich blöd aus, wenn wir hier einfach... Ja, besser. Wenn schon, denn schon. Ne, haben wir noch Türen? Nein, habe ich jetzt echt alle ver... Oh, ich misste. Sehr schön. Ach, das ist wundertoll. So. Wunderschön. Okay. Super, wir haben den Lagerraum fertig. Wir haben die Decke komplett eingezogen. Wir haben den Lagerraum fertig. Der Treppenaufstieg ist auch fertig dafür. Wunderbar. Was, das freut mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und... Also mir hat Spaß gemacht, mir hat es gefallen, mir gefällt das Häuschen. Wichtig ist, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, ob ihr diese Prömpel da haben wollt oder nicht, weil sonst reiße ich sie einfach ab wieder. Bin mir da jetzt gerade sehr unschlüssig, ob das so sein soll. Ja, genau. Das werdet ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Jo, wunderbar. Schön. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.